Im September 2014 erteilte die Evangelische Kirche von Westfalen den Verantwortlichen von Community Dance Minden den Auftrag, für das ökumenische Festival Weite wirkt im Mai 2016 ein getanztes Oratorium aufzuführen. Musik aus Afrika und Europa aus unterschiedlichen Epochen und eine Choreografie sollten Teil dieser Aufführung werden. Der Kirchenkreis Minden übernahm die Aufgabe, die Vorbereitung dieses Projektes zu koordinieren, Kontakt zu den Chören aus Minden und Tansania und zu den Musikern aufzunehmen. Der junge und erfolgreiche Komponist Maximilian Gut bekam die Aufgabe, die Musik für dieses Oratorium zusammenzustellen. Teile des Oratoriums Messias von Händel, vielstimmige Choräle der Shamba aus Tansania und eigene kompositorische Elemente sollten dabei eine Rolle spielen. Im Februar 2016 reiste eine Gruppe von Instrumentalisten der Musikhochschule Hannover nach Tansania, um dort in Mtai am Nordrand der Usambara-Berge den musikalischen Part mit den afrikanischen Sängern zu proben. Wir sind eigentlich am Anfang der Reise im Flugzeug zusammen eingestiegen und kannten uns alle noch nicht so gut. Als wir in Dar es Salaam am Flughafen angekommen sind, habe ich mir das erstmal ganz anders vorgestellt. Es war eigentlich alles ziemlich normal, habe ich so gedacht, am Flughafen. Habe ich mir das irgendwie viel afrikanischer vorgestellt. Wir wurden ganz lieb empfangen sozusagen von den zwei, die schon da waren. Im Anschluss sind wir dann ins Hotel gefahren, in einer sehr langen und aufregenden Fahrt in einem Yala Yala, also in einem kleinen Bus, und sind dort alle rein, obwohl der Bus eigentlich schon voll gewesen ist. Und wir hatten ja alle noch Gepäck dabei, plus Instrumente, und haben dann da alle irgendwie so gesessen. Und das war ziemlich aufregend und witzig, und es hat auch fast nichts gekostet. Dafür aber eine gute Stunde gedauert oder vielleicht sogar anderthalb. Ja, die Busfahrt hierher dann im Endeffekt war ja ziemlich luxuriös, muss man sagen. Also wir hatten einen Bus für uns alleine, hatten genug Platz. Man konnte sogar noch ein bisschen Schlaf nachholen. What if God was one of us? Joan Osborne stellte diese Frage. Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Wenn er uns als Fremder im Bus begegnet, würden wir ihn erkennen? Würden wir mit ihm reden? Das ist der Kern einer messianischen Vorstellung. Gott ist einer von uns. Er ist nicht nur im Himmel, sondern auch hier bei uns auf der Erde. Er begegnet uns in unserem Alltag. Diese Vorstellung verändert. Der vorher gewohnte Alltag bekommt etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes. Und das, was vorher so himmelweit entfernt war, kommt zum Greifen nahe. Die Landschaft war doch viel grüner, als ich gedacht habe. Vor allem, als wir dann Richtung Berge kamen, Richtung Usambara-Gebirge, wo wir auch hin wollten, hat man eigentlich gar nicht mehr aufgehört zu staunen und zu fotografieren, weil das alles echt eine wunderschöne, wunderschöne Sache einfach ist zu sehen. Leiter der Reisegruppe aus Deutschland ist Maximilian Gut. Aus Teilen des Händel-Oratoriums und afrikanischen Liedern hat er ein Werk zusammengefügt, das europäische und afrikanische Musik miteinander verbindet. Dieses Land ist so groß, man kann eigentlich nicht so richtig planen. Das heißt, wir wussten auch nicht so genau, wie lange wir eigentlich fahren und wann wir dann hier auch ankommen. Wir haben uns gefragt, okay, kommen wir überhaupt noch rechtzeitig an und schaffen wir das hier auf diesen Straßen sozusagen, ohne runterzufallen? Und dann kamen wir raus und ich habe zuerst gedacht, wir würden irgendwie so eine Art Zeremonie stören, die da gerade zufällig auf der Straße stattfindet. Hier findet ja das ganze Leben sowieso irgendwie auf der Straße statt, deswegen habe ich mich darüber nicht so gewundert. Und das war einfach überwältigend, weil dort einfach jung und alt zusammen waren, also wirklich kleine Kinder, die ja anscheinend einfach nur auf uns gewartet haben und uns dann wirklich herzlich empfangen haben. Das hatte, glaube ich, noch niemand aus unserer Gruppe so erlebt.
Ja, das ging richtig, tief. Also das hat uns, glaube ich, alle total berührt. Da hatten alle Tränen in den Augen und ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Ein wichtiges Zeichen der Überzeugung, dass Gott unter uns ist, ist die Gastfreundschaft. Menschen aus einer fremden Welt werden die Freunde willkommen heißen. Zur gleichen Zeit, 7000 Kilometer weiter nördlich in Minden, Westfalen. Mitglieder des Tanzprojektes Ratsgymnasium entwickeln zu der Musik von Messias Asambura eine Choreografie unter der Leitung von Petra Nottmeier. Ungefähr seit einem halben Jahr, also auch parallel zu dem Besuch in Tansania von den Musikern, haben schon die Schüler des Ratsgymnasiums im Unterricht eine Choreografie mitentwickelt zu dem Thema, was ich dramaturgisch quasi für die Vorstellung entwickelt habe. Erstmal auf der musikalischen Ebene ist unglaublich viel passiert. Die Komposition als Idee, dass quasi afrikanische primitive Musik aller Art primitiv und die hochentwickelte europäische Musik treffen plötzlich aufeinander und treffen und finden eine dritte Sprache. Und das ist gerade heutzutage, 2016, unglaublich wichtiges Signal, dass wir einfach gemeinsam aus zwei verschiedenen Ideen die dritte, bessere entwickeln. Es geht um die ästhetische Bildung für mich, dass durch die Ästhetik und Schönheit und Kunst die Seelen einfach heller leuchten von den jungen Menschen. Die Begegnung zwischen Minden und dem Thai, den beiden christlichen Gemeinden, hat schon eine sehr lange Geschichte. Darüber bin ich in Kontakt gekommen mit dem Pfarrer Frieder Küppers. Ich bin im Jahr 2011 bei einer Reise dabei gewesen, wo wir ein Theaterprojekt erarbeitet haben mit den Bewohnern aus dem Thai und dann von Dorf zu Dorf gezogen sind und das in vor verschiedenen Menschen präsentiert haben. Das hat mich sehr nachhaltig geprägt und im Anschluss daran habe ich drei verschiedene Reisen mit Musikstudenten organisiert und habe diesen Schwerpunkt von Theater ein bisschen in Richtung Musik verlagert. Und das sah dann so aus, was ganz wichtig für mich war, dass es eben nicht so ist, dass wir den Tansanianerinnen und Tansanianern zeigen, wie wir gerne die Musik hätten, sondern dass wir uns in die Rolle des Schülers begeben und ganz bewusst in den Chorproben von dem Upendo Choir gewesen sind und an den Proben teilgenommen haben. Das heißt, die Literatur gelernt haben, die von dem Chorleiter Yambasi Kahuneka uns beigebracht wurde und mit allen Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, also ausschließlich Swahili und eine völlig andere Art zu proben. Der Chorleiter Yambasi Kahuneka, der auch einige Stücke komponiert hat, die jetzt verarbeitet werden zum Beispiel, hat uns ganz normal behandelt, nicht irgendwie privilegiert. Wir mussten auch einzeln vorsingen, wenn das die anderen aus unserer Stimmgruppe mussten. Und das wäre sehr schön, das mal zu erleben, wie einfach so eine wirkliche afrikanische Chorprobe abläuft. Auch ohne Noten natürlich. Der Text steht an der Tafel. Der Chorleiter singt es dem Sopran vor, der singt es nach. Alle anderen steigen einfach ein. Dann wird es automatisch vierstimmig. Wenn der Chorleiter was anderes haben will, dann singt er nochmal die einzelne Stimme vor. Das war also ganz andere Probenarbeit als in Deutschland. Und das Projekt, das wir jetzt vor uns haben, Messias Asambura, das erklärt sich am einfachsten, wenn man wirklich dieses Wort erstmal auseinander nimmt. Der Titel des Oratoriums Messias Asambura setzt sich zusammen aus dem Titel des Händel-Oratoriums und dem Wort Asambura. Dieses Wort ist ein verfremdeter Hinweis auf die Herkunft der afrikanischen Lieder, nämlich auf die Usambara-Berge. Werden beide Worte zusammengesetzt, entsteht in der Mitte ein drittes Wort. Das Wort Sasa. Die Messias-Erwartung weiß von Jesus, der aus dem Grab auferstand und schon jetzt das Himmelreich unter uns aufgerichtet hat. Sasa bedeutet in der Swahili-Sprache jetzt. Auf die Bedeutung des Augenblicks wird also durch die Wortmitte des Schriftzuges Messias Asambura hingewiesen. Die europäische Kultur wird von der afrikanischen Kultur lernen,
wenn sie sich der Bedeutung des Augenblicks öffnet. Ja, zu unserem Team kann ich sagen, wir sind alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber ziemlich gut zusammen harmonieren. Ich hoffe, das hört man auch musikalisch. Also unsere Gruppe besteht ja aus vielen verschiedenen tollen Musikern. Alle kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Ich selber komme aus dem Jazzbereich vorwiegend, aber viele Kollegen, die mitspielen, sind zum Beispiel aus dem Klassikbereich. Und das ist ganz wunderbar, weil sich alle halt einfach so, was ihre Fähigkeiten angeht, so gegenseitig einfach ergänzen. Am Anfang jetzt hier, es war eine sehr konzentrierte Probenarbeit, erstmal mit unserem Ensemble, wodurch wir auch sehr gut zusammengefunden haben und uns gegenseitig auch gut kennengelernt haben, sowohl persönlich als auch musikalisch. Also wenn ich ganz ehrlich bin, funktioniert das Ganze bis jetzt viel besser, als ich mir das eigentlich erträumt hätte. Ich habe halt die besondere Chance, mit einem ganz tollen Ensemble aus ganz unterschiedlichen Musikern zusammenarbeiten zu dürfen. Die Probenarbeit ist natürlich total anders hier, als man das bei uns gewohnt ist. Also ich komme ja aus dem klassischen Bereich und dann ist völlig klar, man kommt in die erste Probe, man kann sein Zeug. Und hier hatten wir den Luxus eigentlich, dass Lena schon Wochen vorher da war, um mit dem Chor zu proben. Und trotzdem merkt man eben, dass es doch noch Unsicherheiten gibt. Also dass sie auch natürlich keine Noten lesen können, dass sie alles übers Gehör machen. Und wenn dann auf einmal die ganzen Instrumente dazukommen und die Einsätze nicht sicher sind, wann sollen sie singen und wie oft sollen sie was singen und wie ist der genaue Ablauf, das ist dann natürlich nicht immer ganz klar gewesen. Dadurch, dass die hier auch keine Noten lesen können, war es natürlich schwieriger, mit denen die Stücke einzustudieren, inklusive Halleluja. Ich habe Aufnahmen gehabt und habe die abgespielt, die haben gehört. Ich habe mit denen zusammen ebenfalls zusammengehört und dann haben wir die gemeinsam gesungen. Und so verlief die Arbeit. Ja, zu den Probenarbeiten, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Das ging sehr glatt, muss man sagen. Also ich meine, das Instrumentalensemble kannte die Stücke natürlich schon und die kannten ja auch ihre Parts. Das ist dann allerdings so wirklich so reibungslos eigentlich ineinander greift. Das hat mich schon sehr erstaunt. Also wir haben einen Tag musiziert, ein bisschen geprobt und dann sind sie schon dazugekommen, haben super mit uns harmoniert und wir haben von ihnen gelernt, sie haben von uns gelernt und sie waren ganz locker und wir waren ganz locker. Es ist eine schöne Zusammenarbeit. Erste Probe. Ich hatte niemals gedacht, dass das so super funktionieren würde. Ich war fasziniert selber von dem Jugendchor hier, dass sie das so gut machen und so präsent waren. Die waren vorher viel schüchterner, aber ich habe geahnt, dass die offener werden, wenn die Gruppe da ist und die alle mit den Instrumenten spielen. Das ist ja auch super spannend für die. Als dann das erste Mal der Chor dazu kam, das war für mich auch quasi das besondere Erlebnis. Jeden, den man im Ensemble angeguckt hat, hatte irgendwie ein Lächeln auf dem Mund. Und jeder war irgendwie glücklich und hatte Spaß an der Musik und man transportiert einfach viel Freude durch die Musik. Mit ihren Singstimmen, das ist dann einfach, ja, Gott gegeben, würde ich mal sagen, fast schon. Ich bin mit dem Probenstand sehr zufrieden. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Wir werden ja noch einige Probenzeit haben. Es ist so, dass das Ganze sehr überschattet wird durch den Tod unserer eingeplanten Frontsängerin, der Stella, was eine ganz schreckliche Nachricht gewesen ist, die wir verdauen mussten oder die wir noch verdauen müssen. Und das merkt man schon auch in den Proben, wie das Ganze überlagert. Also speziell bei dem Maasai-Song, der ihr gerade für sie als Solosängerin konzipiert worden ist, ist es einfach bemerkbar, dass die auch die Sänger, die sie jetzt vertreten sollen, da wirklich sehr ergriffen sind. Das geht mir auch so. Das ist eine Emotionalität, die da irgendwie noch mit drin ist, die jetzt auch zu dem Projekt dazugehört und die uns auch eigentlich dazu veranlasst, das Projekt ihr zu widmen dann in Minden.
Also unglaublich. Es sind zwar auch von dieser Geschichte, es geht um Jesus, es sind so viele Wunder vorhanden in der Geschichte, aber tatsächlich auch in diesem ganzen Projekt. Das war eine unglaubliche Zeit, weil es als ob so ein Nebel aufsteigen würde. Und da hat sich so eine unglaubliche Landschaft entwickelt. Also was die Kinder als Menschen erfahren haben, wie sie sich weiterentwickelt haben durch diese Arbeit, durch den Tanz, durch die Musikerfahrung. Ich bin sprachlos. Also eine sehr, sehr glückliche Zeit, auch für mich. Also die Kinder wuchsen über sich hinaus und sind andere Menschen als vor einem halben Jahr. Um den Mindener Schülerinnen eine Vorstellung über die Messias-Erwartung zu vermitteln, haben wir einen Text von Paul Tillich gelesen. Vor dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess stand ein Zeuge auf, der die Gaskammer überlebt hatte, weil er sich in den Tiefen des jüdischen Friedhofes versteckt hielt. In einem Grab ganz in der Nähe gebar eine junge Frau einen Sohn. Der jüdische Totengräber half bei der Geburt. Als das Neugeborene seinen ersten Schrei ausstieß, betete er: Großer Gott, hast du endlich den Messias zu uns gesandt. Wer anders als der Messias selbst könnte in einem Grab geboren werden? Die Messias-Erwartung führt nicht von den Problemen der Welt weg, sondern genau auf sie zu. Deshalb waren die Berichte vom Flüchtlingselend zwischen Lampedusa und Aleppo für die Entwicklung der Choreografie eine wichtige Orientierung. Als die Missionare zu den Maasai kamen, haben sie die Vorstellung der Messias-Erwartung vor dem Hintergrund der Maasai-Kultur erzählt. Ja, der Besuch bei den Maasai, denkwürdig, würde ich sagen. Es war sehr, sehr spannend. Ich habe extra geschaut, dass ich möglichst wertfrei und vorstellungsfrei daran gehe. Also die Maasai sehr, sehr freundlich, sehr nett, haben uns einen warmen Empfang bereitet. Tolles Essen, wunderbare Gesänge. Also ich war natürlich total überrascht. So wie man sich das vorstellt, war es natürlich gar nicht. Also so wie man sich das vorstellt, Krieger, Speer in der Hand, Schild in der anderen. Und was aber natürlich trotzdem super spannend war, war mit ihnen zu musizieren. Wir haben ihnen erst sehr viel auch gelauscht und wir haben dann auch natürlich mit ihnen zusammen musiziert. Als Höhepunkt gab es dann natürlich ein gemeinsames Musizieren, wo dann nicht nur die Musiker der Maasai entsprechend mitgesungen haben, sondern einfach alle zusammen miteinander Musik gemacht haben. Eine sehr spannende Szene war da, dass halt der afrikanische Chor, beziehungsweise der Chor aus dem Thai, auf die Sänger aus Langkatandoi getroffen ist und es dann zu Sprachkorrekturen kam. Also dass man halt gesagt hat, nee, das muss eigentlich so klingen, dass das A muss irgendwie kürzer, sodass es auch für die Menschen, die eigentlich im selben Land leben, eine Begegnung war. Als die Probenphase in der Steppe zu Ende ging, wurden die Ensemblemitglieder von den Maasai unter dem großen Baum des Anwesens verabschiedet. Wie damals bei Abraham.
Die Lebensverhältnisse der Maasai, die nach 2000 Jahren dem Volk der Bibel immer noch sehr ähnlich leben, hatten der Interpretation von Messias Asambura einen neuen Zugang geöffnet. In dieser Kulisse unter dem Baum, in der Steppe, zu trommeln und zu musizieren mit 100 Maasais, mit vielen Kindern, mit wahnsinnig, die sind wahnsinnig aus sich rausgegangen und ja, es hat total viel Spaß gemacht. Mit der Aufführung der Probenergebnisse im Gottesdienst in der Kirche in Thai ging der Aufenthalt in Thai zu Ende. So, für mich war der beeindruckendste Moment eigentlich, als wir im Gottesdienst hier gespielt haben. Es war ein langer, fast dreistündiger Gottesdienst von der anwesenden Dorfgemeinde und den ansässigen Pfarrer. Und für mich war es sehr spannend zu sehen, was aus dem christlichen Glauben, aus dem ja auch wir im Endeffekt als Europäer kommen, hier in Afrika auch geworden ist, wie halt sich verschiedene Kulturen da auch beeinflusst haben. Einerseits zum Positiven, es halt irgendwie echt schöne Gesänge teilweise daraus entstanden sind und ein großer Drive so. Und andererseits aber auch negative Aspekte, wo halt ich denke, es, vielleicht wäre es auch spannend gewesen, man hätte den Dingen einfach hier seinen Lauf gelassen vor Ort. Für mich war das ein sehr beeindruckender Moment, da mit den verschiedenen, da waren verschiedene Chöre vor Ort, mit denen zu musizieren, das war sehr spannend. Vom Spielen hier war es eigentlich gut. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ich wusste nicht, wie würden die das dann, haben die solche Musik schon gehört oder überhaupt? Nee, aber ging gut. Ich war ein bisschen nervös und klar, alles klang ein bisschen anders jetzt, wenn die Kirche dann ganz voll war, als geprobt. Aber war gut. Also die ganze Zeit ist bis jetzt für mich eigentlich so ein Sammelsurium von ganz vielen tollen Momenten, tollen Begegnungen mit den Menschen. Also was mir noch besonders hier in Erinnerung bleiben wird, denke ich, sind einfach die Wohnmöglichkeiten und auch wie gekocht wird. Dass sie einfach auf zwei Flammen in so einem Lehmofen mit zwei Löchern, wo es tierisch qualmt, weil die alles mit echtem Holz noch heizen, stundenlang stehen, um für uns das Essen zu bereiten. Das ist, was für Arbeit es eigentlich ist. Was ich hier an dem ganzen Projekt besonders mitnehme, ist die Begegnung mit den Menschen hier, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die auch nochmal eine ganz eigene Kultur haben. Ja, ich habe mit dem Posaunenchor hier gespielt. Völlig krass. Das klingt, man soll jetzt nicht sagen, klingt ja nicht super gut vielleicht. Aber die sind super Leute, sind super nett und freuen sich total, dass ich dabei bin. Wir haben hier super viel mitgenommen, glaube ich. Jeder hat ganz schön viel Erfahrung gesammelt. Mitte April machte sich der Jugendchor aus dem Thai dann auf den Weg nach Deutschland. In Minden, drei Wochen vor der Aufführung, sollten die einzelnen Elemente zusammengesetzt werden. Etwa entspannt, neutral und dann kreisen wir vor. Genau. Sehr schön. Der Körper kann gleich den Training übernehmen. Zu den Besonderheiten dieser Aufführung zählte, dass die Mitglieder des Chores nicht nur für die Gesangspartien vorgesehen waren, sondern auch in die Choreografie mit einbezogen wurden. Frei und fest und Abstand, dass ihr merkt,
Zeit, wo der Mittag ist, Supermarkt geht aus, noch vier Zeiten. Spür deine Wirkung, spür den Rücken hinter dir. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Dass die Kinder getanzt haben mit fremden Menschen, ohne die Sprache zu sprechen, dass die Chöre einbezogen worden sind als tanzende, darstellende Personen. Es habe ich noch nie so etwas ganz ehrlich in dieser Form gesehen. Sängerinnen und Sänger aus dem tansanischen Chor werden mit einer Musik in Kontakt kommen, mit der, die sie noch nie gehört haben, die, geschweige denn irgendwie selber musiziert haben. Und genauso aber auch die Menschen aus dem Barockorchester. Das ist eine Konfrontation von ganz unterschiedlichen Polen und das halte ich eigentlich für sehr spannend. Und ich würde mir erhoffen, dass gegenseitige Kommunikation entsteht. Und genauso für die Zuhörer hoffe ich mir, dass sie aus dem Konzert gehen und über bestimmte Fragen nachdenken. Also vielleicht elementare Fragen, die in dem Messias angesprochen werden, nach Trauer, nach Liebe, nach Vertrauen, nach Tod auch, die alle Menschen betreffen. Die erste Aufführung fand während des ökumenischen Festivals Weite wirkt im Gary-Weber-Stadion in Halle bei Bielefeld statt. In den Tagen danach fanden zwei Aufführungen in der Marienkirche in Minden statt. Damit kam die Botschaft dorthin zurück, woher sie gekommen war. Thank you.
Die Aufführungen zeugten von der Intensität, die entsteht, wenn 7 unterschiedliche Gruppen zusammenwirken. Auch die Profimusiker des Barockorchesters Larco aus Hannover waren beeindruckt davon, wie gut unterschiedliche Kulturen und Fähigkeiten zusammenfinden können. Anders als bei Händel, bei dem das Thema sich in einem Triumphzug auflöst, blieb am Ende der Inszenierung von Messias Asambura die Frage offen, wo wir Gott finden können. Deutlich blieb aber auch die Überzeugung, dass die Suche nur gemeinsam gelingen kann.